Noch immer lag Ellas Arm auf Mariams Schultern, aber das Mädchen spürte die Berührung nicht. Mit aufmerksamen Augen und so nüchtern und sachlich, wie sie es sich von Wanda abgeschaut hatte, sah sie zu, wie die 8 Häftlinge abgeführt wurden. Niemand wird heute sterben. Wahrscheinlich nicht. Die Worte des Anführers wirkten alles andere als beruhigend auf Mariam. Die Aufteilung, die er vorgenommen hatte, war eindeutig. Roland, Gerber, Regine und Armin gegen Wanda und die 3 anderen Gefangenen. Jemand würde sterben, fürchtete Mariam. Armin hatte es in der Nacht schon versucht und Wanda würde nicht aufgeben. Ganz sicher nicht. Aber Armin war groß und stark und er hatte 3 seiner Freunde auf seiner Seite. Wanda war mehr oder weniger eine Fremde für die anderen. Mariam wollte nicht überlegen, wer von beiden am wahrscheinlichsten überleben würde. Sie wollte sich für keine Seite entscheiden. Sie wollte nicht darüber nachdenken, wessen Tod am wenigsten schlimm für sie wäre. Natürlich wäre das der von Armin, aber es wäre trotzdem falsch, wenn er sterben würde. Falsch und schlimm und traurig und unnötig. Und wenn Wanda nicht zurückkommen würde, dann wäre Mariam ganz und gar verloren, wurde ihr mit einem Mal klar. Nicht, weil sie es nicht schaffen würde, ohne Wandas Hilfe am Leben zu bleiben. Nein, nicht deswegen, sondern weil sie einfach haltlos wäre in der Welt. Wenn Wanda sie alleine lassen sollte, wäre sie ein Boot ohne Steuermann. Zu weit hatte Wanda sie schon weggeführt von allen Ufern, die ihr Orientierung hätten geben können. Weg von Schütze, weg von Gustav und jetzt auch weg von Armin und den anderen Motorisierten, auch wenn sie sich zusammen im selben Gefängnis befanden. Sicher, da war Ella und jetzt spürte Mariam auch die tröstende Berührung, aber diese 9 Leute gehörten irgendwie nicht dazu. Sie hatten nie eine Chance gehabt, wirklich dazu zu gehören. Am ehesten hatte noch der alte Thomas zu ihnen gehört, auf verdrehte und ungute Weise, und der war jetzt tot. So viel war geschehen und »Ich will nicht die Letzte sein«, murmelte Mariam leise. »Was du gesagt?« erkundigte sich Ella und rückte näher an Mariam heran. Die Körperwärme tat dem Mädchen gut. Trotzdem antwortete sie nur »Nichts, bleib einfach da, bitte«. Ella blieb bei Mariam, während rings um sie herum unter der Überdachung zaghaft und leise geführte Gespräche entstanden. Niemand hatte es gewagt zu reden, solange der Anführer und seine Soldaten noch innerhalb der Umzäunung gewesen waren. Das änderte sich jedoch rasch, nachdem die Delinquenten außer Sicht geführt worden waren. Mariam konnte die Worte nicht wirklich verstehen, ihren Sinn bestenfalls erahnen. Aber es war klar, dass es um die 9 ging. Wahrscheinlich wetteten nicht nur die Gefängniswärter auf den Ausgang des Kampfes. Sie ignorierte das größtenteils italienische Geschnatter um sich herum, so gut sie konnte. Das war besser. Hätte sie Schadenfreude oder Hohn heraushören können, hätte sie das nur traurig und wütend gemacht. Hätte sie Sorge und Mitgefühl heraushören können, wären ihre eigenen Sorgen und ihre Traurigkeit um ein Vielfaches verstärkt worden. Sie musste sich ablenken. Anders würde sie das Warten nicht ertragen können. »Ella, sag mal, wen hier drinnen kennst du denn? Irgendjemand von früher? Irgendjemand, von dem du weißt, dass er okay ist? Jemand, der uns helfen könnte? Ich nicht weiß. Marcello ist hier und euer Tim ist noch da.« Und paar andere, wo mit im Transporter waren, aber nein, ich meine von den anderen. Von denen, die schon vor uns hier waren, meine ich. Vielleicht jemand, der mit dir gekämpft hat. Gegen Uri, jemand, der... Oh. Nein, ich... Ein unwillkürliches Zucken durchlief Ella, und Mariam konnte spüren, wie der Körper der Italienerin hart wurde wie Stein, für ein paar Sekunden nur... Dann stieß Ella die Luft aus, die sie angehalten hatte. »Ich hab mich noch nicht getraute zu sehen. Nicht alle sind gut mit mir von damals. Wenn mich kennen und Uri sagen, dann...
ich Angst vor das. Mariam spürte Bewegung hinter sich und drehte den Kopf. Tim und Marcello bewegten sich durch die anderen Gefangenen hindurch, geduckt auf sie zu. Niemand hier drinnen wollte ohne Grund aufstehen und sich für die Soldaten draußen sichtbar machen, obwohl die Höhe der Überdachung es zugelassen hätte. Kein Wunder. Armins Schlag kam schnell von oben und Wanda hatte Mühe, das Holzschwert in der Hand zu behalten, mit dem sie ihn abwehrte. Die schiere Wucht des Angriffs trieb sie einige Schritte zurück und in ihrem Kopf konnte sie den Fischmann hören. Schlag zurück. Mach schon. Erst aus dem Gleichgewicht. Tu endlich, was du am besten kannst, kleine Mörderin. Es kostete Wanda einen Gutteil ihrer Kraft und ihrer Aufmerksamkeit, die Worte in ihrem Schädel zu ignorieren und sich auf ihre Umgebung zu konzentrieren. Das Johlen und Gröhlen der italienischen Soldaten oben am Rand des Beckens machte es nicht eben einfacher. Um ein Haar wäre sie über Regine gestürzt, auf deren reglosen Körper Armins Angriff sie zugetrieben hatte. Nero schrie, Faustino schrie und Gina schrie. Sie alle schrien. »Sie sind wie Haie, wenn sie Blut riechen«, dachte Wanda. Sie erahnten instinktiv, dass dies hier keiner der offenbar üblichen Kämpfe war. Hier wurde nicht um größere Essensportionen gekämpft. Hier schonte man einander nicht, weil man im Grunde genommen im selben Boot saß. Armin deutete einen Schlag von links her an und Wanda hob ihr eigenes Holzschwert zur Abwehr. Sie erkannte die Finte nicht. Armin machte drei schnelle Schritte auf sie zu, ohne die Schlagbewegung zu Ende zu führen, rammte sie mit der Schulter und sie wurde nach hinten geschleudert. Ein Glück, dass sie seinen Oberschenkel erwischt hatte. Noch immer machte ihm das Bein Probleme. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte er sie mit noch viel größerer Wucht getroffen. Noch im Fallen führte sie selbst einen Streich, doch ihre hölzerne Waffe durchschnitt lediglich die Luft. Hart schlug sie auf dem Rücken auf, und es gelang ihr gerade eben noch zu verhindern, dass ihr Hinterkopf auf den algenbewachsenen Boden knallte. »Steh auf, hoch mit dir, und dann greif endlich an.« Wieder der Fischmann. Sein ewiges Gerede begann langsam sie zu zermürben. Ein Teil von ihr wusste, dass er recht hatte. Sie würde Armin nicht ewig ausweichen können. Irgendwann würde er sie so erwischen, dass sie nicht mehr fähig wäre, sich zu verteidigen. Er schnaufte und grunzte, und sein Gesicht war schweißbedeckt, aber er ließ keine Anzeichen von Ermüdung erkennen. Sie schnaufte und schwitzte und grunzte ebenfalls, und ihr Herz schlug rasend schnell. Armin war größer und schwerer als sie, aber das bedeutete offenbar nicht, dass seine Kräfte früher aufgebraucht sein würden. Schon war er wieder auf Schlagweite an sie herangekommen. Sie warf sich zurück, rutschte ein Stück auf dem Hintern über den glitschigen Boden und irgendwie gelang es ihr, wieder auf die Füße zu kommen und einem erneuten, wütenden Hieb von oben auszuweichen. Armin hatte sie dicht an den Rand des Beckens getrieben und sein Holzschwert prallte hölzern und laut gegen die Wand. Wanda wirbelte um ihn herum, erwischte ihn von der Seite her an der Schulter seines Schwertarmes. Der Schlag allerdings war nicht stark genug gewesen. Zwar brüllte Armin wütend auf, aber er ließ seine Waffe nicht fallen. Schwer atmend drehte er sich um. Durch den Aufprall an der Wand war die Spitze seiner Waffe etwas abgesplittert und noch schärfer als zuvor. Sein Gesicht war rot vor Wut und Anstrengung, und eine oder zwei Sekunden tat er gar nichts, außer Wanda hasserfüllt anzustarren. Sie nutzte diesen Moment, um den Schild, den sie geworfen hatte, vom Boden aufzuheben. Hastig führte sie ihre Hand und ihren Unterarm durch die Schlaufen. »Na, ging das nicht so einfach? Du hast einen Fehler gemacht.« »Fehler? Warum? Was für einen Fehler?« Die Antwort auf diese Frage erhielt Wanda, als sie den Schild nutzte, um Armins nächsten Angriff abzuwehren. Der Schild, den sie gerade eben angelegt hatte, wurde mit ungeheurer Kraft in Schlagrichtung weggerissen und die Reibung des rauen Holzes an ihrem Arm riss ihr die Haut auf. »Ja, richtig. Eine der Schlaufen ist locker gewesen. Wie dumm von mir.« Schon sauste Armins Holzschwert erneut auf sie zu.
Während Marcellos Gesicht eine Mischung aus Anspannung, Neugier und Sorge ausdrückte, war es bei dem deutlich jüngeren Tim eindeutig Angst, die seine Züge beherrschte. Und seine Wangen waren trotz all der erst kurze Zeit zurückliegenden Aufregungen und Strapazen noch leicht gerötet, fast schon rosig. Argwöhnisch sah er sich nach links und rechts um, beobachtete, was die anderen Gefangenen um sie herum taten, während Marcello sich leise an Ella wandte. Sehr zu Mariams Ärger begannen die beiden jetzt, sich auf Italienisch zu unterhalten. Der Tenor ihrer Unterhaltung war über alle Maßen ernst, und gleichzeitig schauten sie hierhin und dorthin, so als würden sie jeden Moment erwarten, dass ein großes Unglück über sie hereinbräche. Ganze zweimal bekreuzigte sich Ella sogar, und einmal nahm Marcello ihre zitternden Hände in die seinen, und sein Tonfall wurde beruhigend, so als spreche er mit einem kleinen Kind. Dann redeten sie weiter, und Mariam wurde klar, dass sie so bald nicht damit aufhören würden. Auch Tim hatte den beiden zugehört, und sie konnte ihm ansehen, dass er genauso wenig von dem verstand, was gesprochen wurde, wie sie. Schließlich fragte sie ihn: »Hey, wie geht's dir?« Etwas Besseres war ihr nicht eingefallen, aber er schien es ihr nicht übel zu nehmen. Vielmehr wirkte er froh darüber, abgelenkt zu werden. »Geht so. Ich hab Hunger. Und ich wüsste gerne, wann die anderen zurückkommen. Ziemlich kacke, wenn man kein Wort versteht.« Er machte eine Geste, die den kompletten umzäunten Bereich einschloss und sich nicht nur auf Marcello und Ella konzentrierte. »Ja, das stimmt. Wenn wir noch länger hier sein müssen, sollten wir uns die Zeit mit Lernen vertreiben.« »Ja, Lernen. Aber ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Armin wird bestimmt etwas einfallen. Und wenn nicht ihm, dann Regine oder Gerber. Roland bestimmt nicht, aber er ist trotzdem cool.« Die Aufzählung der Namen der Motorisierten war es, die Mariam endlich aus ihrer verängstigten mentalen Grundhaltung herausriss. »Wo sind eigentlich Leander und Breitmann?« »Die sind ganz hinten, zählen die Soldaten und streiten sich, wer von ihnen recht hat, weil sie immer unterschiedliche Ergebnisse haben.« »Immerhin machen die was Nützliches«, dachte Mariam. »Anders als ich. Vielleicht sollte sie zu ihnen gehen. Aber auf der anderen Seite interessierte sie es zu sehr, was Marcello so Wichtiges mit Ella zu reden hatte, und sie hatte die Hoffnung, dass die Italienerin ihr später übersetzen würde, was sie gerade besprachen. »Das wird sie bestimmt«, bestätigte Mariam sich ihre eigene Hoffnung und drehte sich um, um nach den beiden anderen Motorisierten zu spähen. Sie konnte sie nicht entdecken. Es waren einfach zu viele andere Menschenleiber zwischen ihnen und ihr. Sie kauerten in Dreier- oder Vierergruppen beieinander. Auch sie kommunizierten, aber noch gedämpfter, als es Ella und Marcello taten, und noch gedämpfter, als Mariam und Wanda es getan hatten. Einsilbig waren sie, und ihre Gestik, ihr ganzes Gehabe, wirkte so, als ob sie vor jeder einzelnen Bewegung, vor jedem Verziehen des Mundes und vor jedem Öffnen der Lippen überlegen würden, ob sie die nötige Energie wirklich aufbringen wollten. Einige von ihnen aßen, und die, die das taten, taten es hastig und verstohlen. Vornübergebeugt, die Schultern breit gemacht und argwöhnisch zu den Seiten spähend. Sie hatten eindeutig Angst, dass ihnen jemand ihr Essen wegnehmen würde. Tatsächlich kam es zu einem kleinen Gerangel, von Mariam aus gesehen auf der linken Seite des überdachten Bereiches. Sie konnte zwar nicht genau sehen, weshalb der Tumult wirklich ausgebrochen war, aber irgendwie war ihr klar, dass es bei dem kurzen Kampf um Essen gegangen war. Von denen, die weiter weg und nicht unmittelbar betroffen waren, schenkte keiner dem Vorgang irgendeine Beachtung. So etwas war wohl an der Tagesordnung. Wanda blutete aus einer kleinen Wunde über dem linken Auge, wo Armin sie mit der abgesplitterten Spitze seines Holzschwertes erwischt hatte. Sie hatte zurückgeschlagen, hatte ihn sogar genauso getroffen, wie sie es vorgehabt hatte, hatte ihm einen harten Stich in die rechte Seite versetzt. Es musste tierisch wehtun, es blutete sogar ein bisschen, aber tief war das Holzschwert nicht eingedrungen
und der Schmerz, den es verursacht hatte, reichte nicht aus, um die Bärenwut des Mannes zu dämpfen. Im Gegenteil. Du hast ihn wild gemacht, du dummes Ding. Die Schnauze! Halt die verdammte Schnauze! Aber der Fischmann hatte recht. Armin prügelte weiter mit aller Gewalt auf Wanda ein. Ihr Handgelenk schmerzte, ihre Lunge brannte, und langsam aber sicher wurde ihr der Arm schwer. Wären Armins Attacken nicht mit solch brachialer Gewalt geführt worden, hätte sie ihr Holzschwert für einen kurzen Moment mit der linken Hand geführt, um der rechten etwas Ruhe zu gönnen. Aber das ging nicht. Stattdessen ging sie dazu über, ihre Waffe mit beiden Händen zu halten. Ein entscheidender Nachteil Armin gegenüber, den er sofort ausnutzte. Ein schräg von oben geführter Schlag zwang sie, seine Holzklinge abzuwehren, und dann traf seine linke Faust hart ihr Gesicht. Sofort schmeckte sie Blut im Mund, und sie machte einige schnelle Schritte zurück, so wie sie es schon die ganze Zeit über getan hatte. Die ständigen, erbarmungslosen Angriffe des Mannes hatten es ihr bislang unmöglich gemacht, mehr Gegenwehr zu leisten als den einen oder anderen schnellen Kontertreffer. Das Johlen oben am Rande des Beckens hatte aufgehört und war einem angespannten Schweigen gewichen. Ihre Kehlen waren wohl heiser geworden. So lange kämpften Wanda und Armin schon gegeneinander. Aus dem Augenwinkel sah Wanda, wie Gerber begann zu zucken. Regine lag noch bewegungslos. Auch ein paar der anderen begannen sich zu regen. Hey, Mörderschlampe, siehst du das? Wenn seine Leute zuerst wieder zu sich kommen, dann bist du gefickt. Dann ficken sie dich mit ihren Holzschwänzen, hörst du? Das willst du doch nicht, oder? Du bist doch schon oft genug gefickt worden. Halt dein verdammtes Maul! Sei endlich still! Wehrte sich Wanda lautstark. Aber die gehässigen Worte des Fischmannes in ihrem Hirn legten endlich einen Schalter in ihr um. Noch immer war ihr schwindelig von Armins Faustschlag. Noch immer schmerzte ihre Hand. Immer wieder musste sie Blut hinunterschlucken oder ausspucken, während Armin erneut auf sie zuhielt. Aber ihr Arm wurde leichter, war nicht mehr schwer, und mit einem Mal war auch der Schmerz aus ihrer Hand und ihrem Handgelenk verschwunden. Sie ließ ihn kommen, sie ließ ihn ausholen, sah genau vor sich, wo seine Holzklinge sie treffen würde, wenn sie nichts dagegen unternahm. Links unter dem Ohr. Wie ferngesteuert duckte sie sich unter seinem Schlag hindurch. Sie spürte den Luftzug, hörte ihn sogar, obwohl sie beide keuchten. Ihr Keuchen klang hoch, pfeifend und asthmatisch, seines tief und rasselnd, so als hätte er Schleim auf den Bronchien. Sie wirbelte zur Seite, ihre Holzklinge traf zuerst sein Schienbein und dann mit einem Rückhandschlag seine Kniekehle. Sie hatte erwartet, dass das Bein ihn endlich nicht mehr würde tragen wollen, doch da hatte sie sich getäuscht. Ja, sicher, es waren gute Treffer gewesen und er schrie auf, aber noch immer hielt seine Wut ihn auf den Füßen. Nicht gut genug, kleine Mörderin. Das kannst du besser. Zeig mir, dass du es besser kannst. Noch bevor er sich ganz zu ihr umgedreht hatte, nahm sie Anlauf, stieß sich mit aller Kraft nach oben ab und sprang. Sie fühlte sich merkwürdig leicht, obwohl es kein hoher und auch kein weiter Sprung war. Gerade hoch und weit genug, dass sie Armin mit dem Knauf ihrer hölzernen Waffe am Kopf erwischen konnte. Das Geräusch war dumpf und auf bizarre Art leise, verglichen mit dem Aufeinanderprallen der Holzschwerter, das bisher das akustische Ambiente gebildet hatte. Von ihrem Schwung weitergetragen, prallte sie gegen Armins Schulter, und kaum, dass ihre Füße wieder den Boden berührten, wollte sie sich von ihm lösen. Blut lief ihm jetzt seitlich das Gesicht hinab und er schwankte. Aber dennoch war sie nicht schnell genug, und schon schloss sich eine seiner Pranken um ihren Hals. Ella und Marcello hatten ihr Gespräch beendet. Wie Mariam gehofft hatte, winkte Ella sie jetzt näher zu sich heran. Auch Tim rückte nach, obwohl Ella missbilligend die Stirn runzelte. Die unwillkürliche Reaktion schien aber wirklich nur ein Reflex gewesen zu sein, denn sie ließ ihn gewähren und wandte sich Mariam zu. »Hör zu, Mädchen.« Marcello sich umgehört, hat Ohren aufgesperrt und paar Gespräche geführt.
hat's paar Bekannte hier. Sagen, wer kämpfen gut, gehen nach Rom. Mit die Leute von Engel Raphael. Jeden Monat welche gehen. Nächstes Mal in 3 Tage. Sonst immer ein Kampf am Tag. Aber jemand habe gehört, wie Wache sagen, dass mehr Kämpfe sollen sein, weil wir neue dazugekomme. Mariam nahm die neuen Informationen wenig überrascht in sich auf. Irgend so etwas hatte sie schon erwartet, wenn es hier schon die Grube gab, in die man zum Kämpfen geführt wurde. Okay, danke, Ella. Kannst du Marcello bitte fragen, ob schon einmal jemand von hier ausgebrochen ist? Mariam hatte diese Bitte leise geäußert, so leise, wie sie schon die ganze Zeit über miteinander gesprochen hatten, und ebenso leise wie das Mädchen stellte Ella die entsprechende Frage an Marcello. Der sagte etwas zur Antwort, was Mariam nicht verstand, und bewegte sich dann geduckt von ihnen weg, um ja keiner der Wachen draußen am Zaun und auf den Türmen aufzufallen. Sofort begriff Mariam, dass er weiter seine Fühler ausstrecken und noch mehr geflüsterte Gespräche mit den anderen Gefangenen führen musste, um ihr diese Frage beantworten zu können. In Mariams Kopf rasten die Gedanken. Am Ende war es wahrscheinlich gar nicht so wichtig, mit welcher Antwort er zu ihnen zurückkommen würde. Sehr wahrscheinlich war noch niemandem die Flucht von hier geglückt. Das konnte sie sich einfach nicht vorstellen. Der Zaun, 3 Wachtürme, überall aufmerksame Soldaten mit Gewehren. Sie sah sich um. Noch dazu waren alle außer ihnen selbst in einem ziemlich erbärmlichen Zustand. Abgemagert, schwach. Mariam fragte sich, wie man Vergnügen daraus ziehen konnte, solche Jammergestalten gegeneinander antreten zu lassen. Aber vielleicht ging es den Italienern ja auch gar nicht um Vergnügen. Nicht hauptsächlich zumindest. Die Leute von Engel Raphael, das Silvers degenerierte. Die italienischen Soldaten kooperierten mit ihnen. Warum? Waren sie ihnen nicht haushoch überlegen mit ihren Gewehren und Fahrzeugen und Wachtürmen und allem? Hatte Ella nicht erzählt, dass die Soldaten sie und ihre Gruppe vor den Decks verteidigt hatten? Dann hatte es einen Putsch gegeben. Den Putsch, den Uri mit seinem Flammenwerfer angeführt hatte. War er der Philosophie der Degenerierten verfallen? Hatte er noch das Oberkommando? Ella fürchtete ihn, fürchtete, dass er sie wiedererkennen würde. Aber bis jetzt war er noch nicht auf den Plan getreten, war nirgendwo zu sehen gewesen. Der, der Wanda und die anderen aus dem umzäunten Bereich geholt hatte, schien hier den Befehl zu haben. Eine Weile dachte Mariam noch nach und teilte ihre Gedanken auch mit Ella und Tim. Die beiden hatten ihren Überlegungen nichts hinzuzufügen. Etwa 1 Minute, nachdem ihr Gespräch versiegt war, kehrte Marcello zu ihnen zurück. Leise sagte er etwas zu Ella, und Mariam konnte nur das Wort Uri verstehen. Etwas von der Anspannung, die die ganze Zeit über in Ellas abgehärmten Zügen zu sehen gewesen war, verflüchtigte sich. Dann übersetzte sie erneut. »Uri. Uri nicht ist hier. Uri und ein paar von seinen Leuten sind gelaufen weg. In die Nacht und viele tot von ihnen dabei gegangen. Da waren nur 2 Wachtürme. Seitdem 3.« Obwohl Mariam jetzt einige Fragen durch den Kopf ging, griff sie nach Ellas Hand und drückte sie fest. Auch sie fühlte die Erleichterung der Italienerin. Was aber bedeutete das? Zum einen natürlich, dass es einen weiteren Machtkampf gegeben haben musste als den, in den Ella mit hineingezogen worden war. Zum anderen, dass sie es vermutlich vergessen konnten, irgendwie von hier zu fliehen. Das wiederum ließ nur einen Schluss zu. Sie mussten sich das zweifelhafte Privileg erkämpfen, von den Degenerierten nach Rom gebracht zu werden. Das war zumindest die einzige Chance, die Mariam im Moment sehen konnte. Die Decks hatten keine Gewehre, keine Wachtürme, und vermutlich würden sie sie auch nicht in irgendwelchen Transportfahrzeugen zusammenpferchen. Sie würden sie laufen lassen.
Sie würden sie schlagen und malträtieren und verhöhnen, und wahrscheinlich würden einige von ihnen auf dem Weg sterben. Aber dennoch, so wie es aussah, war das die einzige Chance, die sie hatten. Ihr wurde schlecht, als sie diese Tatsache begriff. Tu was, kleine Mörderin. Dir darf nicht schlecht werden. Bleib bei Bewusstsein. Kämpf dagegen an. Los, mach schon. Tu ihm weh. Tu ihm so weh, dass er dich loslassen muss. Diesmal sagte Wanda dem Fischmann nicht, dass er endlich still sein sollte. Weder laut noch in Gedanken, denn sie wusste, dass er recht hatte. Wenn sie nicht in den nächsten Sekunden etwas unternehmen würde, würde sie das Bewusstsein verlieren und dann würde Armin immer weiter zudrücken. Aber selbst wenn ihr das dieses eine Mal noch gelingen sollte, sie glaubte inzwischen nicht mehr daran, diesen Kampf gewinnen zu können. Sie musste sich wirklich dringend etwas einfallen lassen. Vorher allerdings musste es ihr gelingen, wieder zu atmen. Armin hatte sie dicht an sich herangezogen und ihr auch seine zweite Hand um den Hals gelegt. Ihr Blick verschwamm immer mehr und sie hörte einen ihrer Nackenwirbel knacken. Armin wollte es sehen, wollte ihr Gesicht sehen, wollte sehen, wie zuerst das Bewusstsein und dann das Leben sie verlassen würde, in einer oder in zwei oder in drei Sekunden. Sein Gesicht war jetzt ganz nah an ihrem. Am Rande bemerkte sie, wie ihre Beine zuckten und strampelten. Sie hatte versucht, ihn zu treten. Natürlich hatte sie das. Aber ergebnislos. Sie war sich sogar sicher, ihn zwischen den Beinen erwischt zu haben. Aber wenn überhaupt, dann hatte seine einzige Reaktion darin bestanden, noch fester zuzudrücken. Ihre Zeit lief ab, wurde ihr einmal mehr bewusst. Sie hatte ihm in die Rippen geschlagen, aber weder hatte sie genug Schwung holen können, noch hatte sie genug Kraft, um wirklichen Schaden anzurichten. Sie hatte versucht, Armin mit der Stirn an der Nasenwurzel zu treffen, aber auch das hatte nicht geklappt. Vor den Augen war sie bislang noch zurückgeschreckt. Sie wollte ihm keine dauerhafte Verletzung zufügen, aber sterben wollte sie auch nicht. Die Augen also und die Stimme des Fischmannes in ihrem Kopf bestärkte sie sehr nachdrücklich in diesem Vorhaben. Sie ließ ihr Holzschwert endlich fallen und brachte beide Hände nach oben, die Finger zu Klauen geformt und... Auf einmal drehte sich alles um sie herum, Armins Griff lockerte sich und einen Sekundenbruchteil später war der Druck, der auf ihrem Hals gelastet hatte, ganz verschwunden. Sie stolperte über irgendetwas oder über irgendjemanden und fiel. Als sie unter großer Mühe ihren Kopf hob, sah sie, wie Armin Regine von sich schleuderte. »Sieh an, eine Mörderin versucht, die andere zu retten. Das ist interessant.« Wanda verdrängte die Stimme des Fischmannes aus ihrem Bewusstsein und kämpfte sich wieder auf die Füße. Wie von selbst schlossen sich die Finger ihrer rechten Hand um den Schaft eines hölzernen Dreizacks. Regine war gegen eine Wand geprallt und hielt sich nur noch schwankend auf den Füßen. Armin versetzte einem der anderen Gefangenen, der ebenfalls im Begriff war, wieder zu sich zu kommen, einen Tritt seitlich gegen den Kopf. Dann, gerade als Wanda wieder etwas zu Atem gekommen war und halbwegs sicher auf ihren zittrigen Beinen stand, hatte er sein Holzschwert wieder aufgehoben und machte Anstalten, auf Wanda loszugehen. Sie wich zurück und versuchte dabei, die blutdürstigen Anfeuerungsrufe des Fischmannes in ihrem Kopf zu ignorieren. So konnte es auf keinen Fall weitergehen. Armin wollte einfach nicht aufgeben, und dass Nero oder sonst einer der Italiener oben am Rande des Beckens eingreifen würde, das konnte sie vergessen. Mit jedem Schritt, den Armin machte, wich sie einen weiteren Schritt zurück, noch einen und noch einen und noch einen, so lange, bis sie mit dem Rücken an der Beckenwand anstieß. Armin war noch immer blind vor Wut. Irgendwie musste es ihr gelingen, zu ihm durchzudringen. Irgendwie. Ihre Stimme war rau und kratzig wie ein Reibeisen, als sie es versuchte.